Hey da Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich spiele wieder Ranked und wer das letzte Video nicht gesehen hat, da habe ich gegen einen Prophecy Battle Mage gespielt und, Spoiler Alarm, gewonnen. Jedoch war der unglaublich schwierig zu besiegen und es war auch nur sehr knapp und viel Glück. Jedenfalls mit den Prophezeiungen. Er hat mir auf jeden Fall Lust gemacht, auch mal wieder ein Prophecy Battle Mage zu spielen. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich mache mal wieder einen neuen. Und da habe ich hier gedacht, okay, ich mache mir die gnadenlose Räuberin rein. Leider habe ich sie nur einmal. Den befallenen Alid, Beschützer der Unschuldigen, Graustein-Verwüster habe ich noch drin gelassen, weil der einfach wirklich praktisch ist. Und natürlich Prophezeiung, ganz klar. Die Initiantin des Kreises, kreischende Harpie, lauerndes Krokodil, Schutzzauberwirkerin habe ich einmal reingemacht, um die wichtigen Karten zu beschützen. Camelon-Held und Camelon-Wache sieht man selten in einem Prophecy-Mage-Deck, aber ich habe den jetzt einfach mal reingemacht. Morkul-Torwächter, Schildbrecher, Vertreiben auch nur zweimal, Blitz, Erdknochenweberin, das reicht zweimal komplett, ich meine, die spare ich mir sowieso fürs Ende auf. Garnak, der dunkle Anhänger, damit der Gegner nicht über 7 Magiker kommt, der wäre zum Beispiel beschützenswert. Kampfstreitkolben, Mystischer Drache, Reef, der Schwertmeister, Schicksalsweberin und zu guter Letzt Ancano, um den letzten Schaden machen zu können. So, dann probieren wir doch einfach mal aus, ob wir das mit dem Deck ganz gut hinkriegen. Okay, Erdknochenweberin, Blitz noch nicht, Schildbrecher noch nicht. Die gnadenlose Räuberin. Die spiele ich jetzt natürlich noch nicht aus. Okay. Der bekommt gute Sachen. Das würde ich gerne verhindern, dass er hier die guten Sachen bekommt. Ich würde ihn gerade mal fesseln und gehe danach Stuhl ins Gesicht. Heute wehen üble Winde. Na gut. Na gut. Dann eben nicht. Machen wir so. Dann müssen wir jetzt einfach nur gucken, dass wir mehr Schaden machen als er. So. Spielen gleich mal hier aus. Jetzt bin ich gespannt, ob er ins Gesicht geht oder hier. Er kann natürlich sehr viele Sachen machen jetzt. Aber er geht auch stur ins Gesicht. Ja, weil er sehr gut clearen kann, ne? Ist ja klar. Jetzt haut er auch raus. Okay, dann hätten wir jetzt die Möglichkeit zu sagen, wir halten ihn ebenso auf. Wir könnten entweder sowas hier machen. Auslöschen, 3 Schaden fressen. Oder wir halten ihn so auf. Weil jetzt Stuhl ins Gesicht zu gehen, wäre sowieso dämlich. Machen wir so. Weil jetzt schaffe ich sowieso nicht mehr so krass, die Aggro aufzubauen. Heute wehen üble Winde. Boah, da kann er echt übelst krass reingehen. Aber gut, wir können hier die Sache klären. Und so können wir dann eigentlich auch ganz gut aufhalten. Machen wir so. Und gehen hier auch noch rein. So. Okay. Gnadenlose Räuberin. Und Camelon hält.
Bam! Bam! Mystischer Drache. Der mystische Drache von K.A. Kennt ihr das? Big Bang? K.A. Ich denke mal nicht, dass er sich so schnell verteidigen wird. Deswegen pumpen wir ihn hier ein bisschen auf. Bam. Oh, jetzt fesselt er. Ja, jetzt fesselt er. Dieser Tatsache. Okay. Bin gespannt. Leider ist unser Hisa hier gefesselt. Ansonsten ständen die Chancen ganz gut. Aber mal gucken, was wir so an Prophezeiungen haben. Jetzt kann er den auch noch fesseln. Das ist echt bitter. Okay, keine Prophezeiung. Mystischer Drache. Spielen wir vorsichtshalber mal hier. Falls wir doch clearen müssen. Wir haben sowieso nicht genug Magiker, um beide hier ausspielen zu können. Und da die gefesselt sind. Okay, wir können 6. Und also 10 Schaden können wir machen. Das war's leider. Obwohl. Sie macht dann ja eben noch Schaden. Jeweils einen Punkt. Sie macht jeweils einen Punkt Schaden. Und damit hätten wir immer noch einen Punkt Schaden, den wir machen müssten. Gut. Wir könnten natürlich jetzt auf Glück spielen und sagen, wir gehen jetzt mit beiden rein. Mit allen rein. Hier, bam bam. Und hoffen einfach, dass die letzte Rune eine Blitzrune enthält. Das könnten wir tun. Oder wir clearen. Was wahrscheinlich etwas cleverer ist. Das machen wir mal so. Wenn er jetzt nicht genug machen kann, um mich mit einem Schlag zu vernichten, dann wird's schwierig. Dann können wir hier um die Ecke kommen. Geht natürlich ins Gesicht, er will schließlich seine Nullerkarte ziehen, die er scheinbar nicht mehr hat. Initiantin. Bringt uns auch nicht. Ja doch, yay! Woo! Das war die richtige Entscheidung, Leute. Die richtige Entscheidung. Puh. Die Schicksalsweberin brauche ich jetzt noch nicht. Die mystische Drache auch nicht. Und die Schutzzauberweckerin, die könnten wir eigentlich mal lassen. Aber ich möchte dann doch eher was ausspielen, was ich direkt in der zweiten Runde bzw. ersten Runde spielen könnte. Gut, da kann ich halt eben erst ab der zweiten Magikrunde voll durchstarten. Das Gute ist, ich habe dann die Möglichkeit, mit Beschützer der Unschuldigen diese Hiese dann auch zu verteidigen. Oder mit dem Schutzzauber. Wir spielen wahrscheinlich ebenso gegen einen Battlemage. Okay, die Aktionen sind mir total egal. Das ist mir piep egal. Jetzt müssen wir aber gerade mal gucken, ob wir den ignorieren. Ob wir uns verteidigen oder ihn erstmal fesseln. Wir fesseln diesen Hiesen erstmal. So können wir die wenigstens dann schon mal stärker machen. Ich habe, Leute, echt, ich habe echt viele Karten, ne? Aber die habe ich nicht einmal. So ein Fun Fact. Kotzt mich auch an.
Okay. Wir müssen hier Sachen machen. Bleibt uns leider nichts anderes übrig. Ansonsten nervt die einfach zu sehr. Aber Prophecy Battle Mage gegen Prophecy Battle Mage ist zum Kotzen. Gemeinsam sind wir stark. So, der Licht jetzt komplett los. Okay. Doki. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Wir geben ihr einen Schutzzauber, greifen dann da an. Wir müssen diesen noch. Wir machen das mal so. Fesseln vorsichtshalber diesen. Okay. Jetzt haben wir schon recht eine Menge Blitze. Gut, jetzt könnte ich hier ohne Probleme reingehen. Den habe ich gefesselt. So, dann könnte ich hier wenigstens schon mal 6 Schaden machen. Gehen wir mal rein. Und dann verteidigen wir uns einfach und geben ihr noch einen Schutzzauber. Gehen rein. Wir müssen natürlich auch Schaden machen. Das geht ja sonst nicht. Okay. Und wir verteidigen uns und geben ihr noch einen Schutzzauber. Im schlimmsten Fall können wir natürlich einen Blitz einsetzen. Ich meine, das Coole auch, was wir hätten machen können, was wahrscheinlich schlauer gewesen wäre, wir hätten versuchen können, alle aufzuhalten. Und das wäre uns bestimmt möglich gewesen. Und sobald er dann keine, also nicht viele Karten mehr hat, dann können wir versuchen, eher ein Board aufzubauen. Meine Pfeile werden ihr Ziel treffen. Okay, er geht da rein. Doch nicht. Geht ins Gesicht. Das ist ja ein Typ. Okay. Euer Blut wird spritzen. Wir gehen mal hier rein. Dann gehen wir hier rein. Zack. Und gehen hier weiter ins Gesicht. Wenn wir schon mal angefangen haben, dann machen wir doch einfach mal weiter. Und spielen hier die beiden Karten aus. Dann haben wir schon mal auf jeden Fall die größere Boardpräsenz. Und 2 Blitze. Das ist gut. Er hat nicht die Power, um den hier auszulöschen. Außer er gibt ihm dieses blöde Schwert. Aber so wie wir ihn jetzt natürlich einschätzen, geht er stur ins Gesicht. Sie können sich nirgendwo verstecken. Das ist natürlich bescheuert jetzt. Der Jäger wird zum Gejagten. Okay, jetzt müssen wir natürlich gut überlegen, was wir machen. Jetzt müssen wir gut überlegen. Wir könnten beiden. Oder wir geben ihm auf jeden Fall schon mal den Schildbrecher. Und geben ihm auch schon mal den Schildbrecher. Solange ich atme. Ich greife erstmal an. Hoffentlich kann er ihn jetzt nicht fesseln. Okay, er geht stur ins Gesicht, ich merke das schon. So steht es geschrieben. So, Reef. Gut, dann machen wir hier auch noch. So. Niemand kommt durch. Greifen hier an. Hat ja durchbrechen. So, und jetzt können wir nur hoffen, dass er nicht allzu viele Blitze hat, ha? Einsetzen könnte er sie.
Immerhin haben wir natürlich auch noch ein paar Prophezeiungen. Das heißt, wir könnten einen von diesen zum Beispiel fesseln. Aber obwohl er würde natürlich hier logischerweise angreifen. Okay, macht er nicht. Der hat schon mal nicht so viele Blitze, hä? Machen wir die Ahnen stolz. Okay, die Erdknochenweberin kommt uns jetzt ganz gelegen. So. Verteilen wir direkt mal hier. Und gehen ins Gesicht. Und könnten jetzt noch Reef spielen. Weil jetzt noch den Schaden zu machen, macht ja natürlich keinen Sinn. Aber scheinbar hat er sowieso noch nicht so viel Power. Wir könnten auch auf Nummer sicher gehen. In der nächsten Runde wäre er auf jeden Fall tot. So oder so, wenn wir mit ihr durchkommen, dann können wir ruhig einen Blitz jetzt raushauen. Für den. Den hier töten. Weil der macht 3 Schaden, er nur 2. Außer er gibt sich Leben, was ich nicht vermute. Machen wir mal so. Auf Nummer sicher gehen, weil wenn er jetzt noch das Schwert hat, dann hätte er schon sehr viel Schaden austeilen können. Früher war ich ein Abenteurer Okay, jetzt 2 wie Schaden. Jetzt muss er ja eigentlich nur den Sie können Blitz sich spielen. nirgendwo verstecken. Oder das. Ach, so eine Scheiße. Das ist immer so knapp, ne? An Kano, nö. Vertreiben, nö. Beschützer der Unschuldigen können wir lassen. Graustein-Verwüster gleich zu Anfang ist gut. Sehr, sehr gut. Und den werden wir direkt auch mal ausspielen. Das wird wunderbar. Es sind zurzeit Wenn wirklich ich sehr falle, viele Aggro-Decks holt mich unterwegs. der Hist zu sich. Ist schon wirklich nervig, kann man sagen. Ich würde es gerade nochmal einsetzen. Wir könnten uns auch hier verteidigen, dann würden wir aber unsere Aggro verlieren. Ich würde gerne Vertreiben einsetzen. Dann kommen wir hier wenigstens durch. Danach könnte er sie eventuell noch einmal spielen, ist klar. Dann könnten wir aber nochmal unseren Ring benutzen und Wenn Kampfstreitkolben des ich Wächters falle, spielen. holt mich der Und Hist dann zu würden wir da sich. durchkommen. Scheinbar kann er sowieso nichts anderes tun. Okay, jetzt können wir noch hoffen, dass er. Ja, dass er nicht noch einen Wächter hat. Die Elemente gehorchen meinen Okay, das ist Befehlen. gut. Kommen wir so wenigstens durch. Und. Moloch. Bam! Das ist schon mal böse. Also, er beschwört dann ja einen Frostatronachen. So. Ist natürlich gut für ihn. Auch wenn wir uns jetzt hier verteidigen, würde es uns trotzdem nicht viel bringen. Obwohl, wir würden doch durchkommen. Also einen hier Mal sehen, wie ihn und Ihre einen Gräfin hier sich wehrt. wäre wahrscheinlich das Cleverste. Weil hier muss er. Geht er dann jetzt einfach rein, kann ihn aber nicht töten, so der Frostatronach erscheint. Ich kann dann mit ihm reingehen, den Frostatronachen töten und gehe dann ins Gesicht. Mit 5 Magicka kann er zum Glück noch nicht so viel machen. Aber mit denen strahlen wir jetzt nicht die größte Bedrohung aus, muss ich sagen. Oh, das ist natürlich eine richtig schlechte Karte für uns jetzt. Aber da habe ich die richtige Maulo. Medizin dagegen.
Solange ich atme. Da haben wir die richtige Medizin dagegen. Wir müssen aber jetzt erstmal sowas hier machen. Bam. Okay. Tödlich, Schutzzauber. Okay, wir gehen hier rein. Okay. Erdknochenweberin. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Das wäre richtig bitter, wenn er dann ständig -1, -1 machen kann. Könnt ihr den ganz einfach töten? Den tötet er sowieso. Aber wir haben ihn schon mal auf 11 Leben runtergeschlagen. Das ist äußerst positiv. Und den kann er jetzt auch gerade nicht aufhalten. Also können wir uns hier wenigstens dann schon mal verteidigen. Blitz haben wir auch. Das ist gut. Bam. Okay. So. Hier könnte er wenigstens nur eins vernichten. Machen wir so. Opa! Scheiße. So, sorry. Okay. Wir haben hier zum Glück schon einen Blitz und hier könnten die restlichen zwei drin sein, in einen dieser Runen. Und wenn er jetzt nicht unbedingt en masse Leben zurückgewinnt, sieht das für uns ganz gut aus. Prophecy Battle Mage for the win. Was ist das denn? Nimm eine zufällige Karte mit Kosten 0 auf deine Hand. Nachdem du eine Karte mit Kosten 0 ausgespielt hast, blablablub. Ja, dadurch hältst du mich trotzdem nicht auf, mein Freund. Dadurch hältst du mich trotzdem nicht auf. Okay. Gehen direkt hier rein. Oh, es muss natürlich eine Prophezeiung sein. Holt mich der Hist zu sich. So ist aber überhaupt kein Problem. Wir machen nämlich hier den restlichen Schaden. Und weg. Okay, Leute, drei Matches, die gingen ja alle relativ schnell. Es hat mich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Hinterlasst mir ein Abo, falls ihr neu auf diesem Kanal seid. Ansonsten Daumen hoch, ich würde mich mega freuen. Ein bisschen Unterstützung, Community, yay. Wir sehen uns in den nächsten Rank-Matches. Euer LionTube.